Mein Name ist Vincent Schmidt und ich bin einer von zwei Geschäftsführern der Firma Wirtsdruck Kommunikation und Mailings. Meine Verantwortlichkeit liegt in dem Bereich Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung. Und mein Urgroßvater, dessen Vornamen ich geerbt habe, Vinzenz Wirz, hat bereits 1889 unsere Druckerei gegründet und genau 100 Jahre später habe ich gemeinsam mit meinem Bruder die vierte Generation eingeläutet. Wir haben den Wandel vollzogen von der klassischen Druckerei zum ganzheitlichen Dienstleister für Printmedien und da mit dem großen Schwerpunkt der Mailingproduktion. Und heute machen wir mehr als 90% unseres Umsatzes mit Mailings. Mein heutiges Ziel für Sie ist es, in einem Höchstmaß geistige Brandstiftung zu verursachen und Appetit zu machen auf zielgruppenorientierte Mailing-Konzepte mit Eroberungspotenzial, die einfach aufwecken, begeistern und vor allem eins, Response generieren. Was uns dabei heute in die Karten spielt, ist diese ständig wachsende Mailing-Flut. Und da ist es ganz entscheidend, im B2B-Bereich den Kampf auf dem Schreibtisch der Sekretärin zu gewinnen, damit es an den Entscheider weitergeht, und im B2C-Bereich den Kampf im Briefkasten zu gewinnen und sich da durchzusetzen und aufzufallen. Denn nicht jedes Unternehmen kann die Kraft der Marke so nutzen wie zum Beispiel Esprit oder P&C, wenn die Mädels ein Mailing nach Hause kriegen, Samstagmorgen 9.30 Uhr, Pre-Shopping, 10%. Ja? Da ist es fast egal, wie das Mailing aussieht, ihr geht dahin und das verstehe ich auch. Aber diese Kraft hat nicht jeder an der Stelle. Und deshalb ist es so, dass wir uns da sehr viel Mühe geben, diese Mailings entsprechend zu entwickeln, um diese gewünschte Response zu generieren. Die Mailing-Geschichte bei uns begann 1996, als einer unserer größten Kunden auf uns zukam und gesagt hat, hey, ich will es mal anders machen. Nicht so ein Schlafwagen-Mailing mit Umschlag, Anschreiben, Flyer, Response-Karte, das soll mal bitte alles eins sein. Und wir haben diesen Wunsch sehr, sehr ernst genommen, haben ein Produkt entwickelt, das war ein Achtseiter mit einer spitzen Klappe, hatte also ein bisschen Umschlaganmutung und das war für eine Optikergemeinschaft mit über 400 Mitgliedern bundesweit und das Ding ist eingeschlagen wie eine Bombe. Für uns wunderbar, im ersten Jahr haben wir dann alle Kampagnen mit diesem Mailing entsprechend bestückt, ganz prima, aber am Ende des Jahres konnte kein Optiker, kein Kunde konnte dieses Medium mehr sehen. Wir haben die Chancen erkannt, die in diesem Medium sind und haben gedacht, Mensch, wenn wir jetzt ein Produktmanagement installieren, neue Produkte generieren, dann können wir die Linie fortführen. Und so haben wir in der Nachbetrachtung unsere ganzen Produkte, die wir entwickelt haben, so ein bisschen klassifiziert, wie in der Konfektion, das SM, XXL und dann gibt es den Bereich Surprise, Schuber, Packages, Pop-Ups, Entfalter, die verschiedensten Varianten. Jeder von Ihnen kennt bestimmt diesen Standard-Self-Mailer, ein DIN A4-Blatt, zweimal gefalzt, nur leider weiß man schon nicht unbedingt, wo mache ich das Ding denn auf. Ja? Da ist unter Umständen schon erstmalig die Rundablage unterm Tisch angefahren. Und wenn man das aufmacht, ich habe die Muster ein bisschen vergrößert, damit Sie die auch hinten alle gut sehen können. Die sind nämlich alle meistens im Standardformat 12.5 x 23.5. Und wenn man so ein Produkt dann aufmacht und auf einmal sieht, dass der Kontext auf dem Kopf steht, spätestens da steigt man aus und hat keine Lust mehr. So, und genau da steigen wir im Prinzip ein, dass wir sagen, mit ganz einfachen Handlings und Mitteln schaffen wir es, nach auch ein bisschen der Vögele-Methode, einen guten Einstieg zu machen, nämlich doch so eine Einstiegsleiste, die wir gleich auch als Dialogleiste nutzen können. Jetzt kinderleicht wegbuchen, Herr Mustermann, dann ist hier die Ansprache, hier ist der Briefbereich, da sind Angebote und hier unten ist das Response-Element. Alles drin, man klappt zweimal runter, eine ganz saubere Geschichte. Jetzt muss ich allerdings eins sagen, dieses Mailing ist schon 2 Jahre alt und würde heute seitens der Deutschen Post nicht mehr befördert, weil wir den Text in der Frankierzone hier tangieren. Und damit unsere Kunden, wenn die sich für unsere Techniken entscheiden, dann stellen wir denen InDesign-Dokumente zur Verfügung, wo alle postrelevanten Sachen drin sind. Codierzone, Freimachungsvermerk, Papierverdrängung, all die Dinge, die wichtig sind, dass es für die Produkte, die nachher ein bisschen komplizierter werden, auch wirklich eine sorgenfreie Umsetzung gibt. Unsere Templates sehen dann so aus, dass hier im Prinzip die Freimachungszone tangiert ist, Codierzone, Anschriftenbereich und wir haben auch das Response-Element integriert und auch da mit den dazugehörigen postalischen Voraussetzungen ausgestattet. Also insofern ist das eine ganz geschmeidige Geschichte, mit diesem Template dann einzusteigen. Das nächste Mailing, was ich Ihnen vorstellen möchte, haben wir gemacht für die Österreich-Werbung. Österreich-Werbung hat ein großes Potenzial an sehr wertvollen Adressen
Und weil diese Adressen so wertvoll sind, war dieses Medium auch mitunter erfolgreich. Denn wenn man den Erfolg eines Mailings zu 100% sieht, sind 40% die richtige Adresse mit natürlich dem Namen, dass der auch bitte schön richtig geschrieben ist, 40% Produkt und Preis und 20% ist dann nur noch die Gestaltung und die Tonalität. Zwar nur 20%, aber vielleicht ist es das Zünglein an der Waage. Ich habe Ihnen da mal dieses Beispiel mitgebracht. Und zwar war das ein Mailing für Busreiseunternehmen. Und die haben sich auch diesem S-Mailing bedient. Aber hier haben wir im Prinzip noch eine Kreativstanzung reingebracht, wo man die Bergwelt einfach nochmal deutlich verstärkt hat. Das Ganze auch nach hinten gespiegelt, dass das Mailing, wenn man von hinten einsticht, halt auch sehr schön wirkt. Und wenn man es dann aufmacht, ist dann halt so eine Art Anschreibenbereich, Response-Element, alles klar. Das war eine Auflage von 20.000. Die haben eine Responsequote von 16% gehabt. Die sind gar nicht mehr hinterhergekommen, die Prospekte zu verschicken, die man hier anfordern konnte. Also eine sehr schöne Begleiterscheinung, wenn man am Ende ein bisschen vom Response überrascht wird. Als nächstes, ich kann es einfach nicht lassen, Ihnen meinen Klassiker zu präsentieren, der bereits im Jahr 2002 die Silbermedaille des Deutschen Direktmarketingverbandes bekommen hat. Agentur war Detta, Beck und Wieder und Below the Line war Jung von Matt. Jung von Matt war oben und Detta, Beck und Wieder war Below the Line, Entschuldigung. Das Thema war, vier machen das Spiel und fünf ist einer zu viel. Dazu gab es auch einen Fernsehspot. Fünf Leute gehen ins Flugzeug, vier Leute haben einen Fallschirm auf und der fünfte hat einen Rucksack. Die vier mit dem Fallschirm drehen sich um und machen so und der fünfte war über, weil das Ticket war ausgelobt für nur vier Personen zu einem Festpreis. Und hier sind wir nun mal eingestiegen in die Casino-Ebene und da gibt es nun mal vier Asse und der fünfte, ich hoffe, Sie können sehen, hat die A-Karte gezogen. Ja? So ganz nett visualisiert, wo zwei Popbäckchen so schön nebeneinander gestellt sind. Und das ist so manchmal dieser ganz besondere Momentum, weil man so smilet, weil man überrascht ist über eine Bildsprache, weil man überrascht ist über eine Tonalität. Und da spricht man von diesem Momentum, wo man innehält und sich mit diesem Medium auf einmal bereit ist, auseinanderzusetzen. Und das Auseinandersetzen haben die Kunden auch gemacht. Das war eine Auflage von 200.000. Die haben 20.000 Tickets verkauft, war sensationell. Nur leider war das damals noch Stella Entertainment und die sind ja dann irgendwann von Stageholding übernommen worden. Aber war für mich ein riesiger Kunde und zum Glück dürfen wir auch heute noch Stage ab und zu bedienen. Beim nächsten Mailing war es so, dass wir mit der Agentur gemeinsam in ein zum Briefinggespräch geladen worden sind. Und zwar sollte Folgendes passieren. Es sollte ein Mailing sein für Robinson mit einer integrierten Schatzkarte. So. Das Bild, was ich von einer authentischen Schatzkarte vor Augen hatte, war der Abspann von Bonanza. Ja? Wenn es am Rand brennt und in der Mitte, dass es so ein bisschen historisch wirkt. So habe ich gedacht, wenn wir das jetzt irgendwie so vom Look and Feel hinkriegen, dann sind wir auf dem Bereich der Schatzkarte ganz gut unterwegs. Und so haben wir es dann auch umgesetzt. Die große Robinson-Schatzsuche. Entschuldigung, jetzt machen wir es einmal auf. Dann ist hier noch ein Aufkleber integriert worden mit einer Konturstanzung, dass die Kinder sich damit auseinandersetzen konnten. Und wenn wir es aufmachen, dann sehen Sie hier, da sind entsprechende Löcher und hier sind auch entsprechende Kurven. Und da gibt es natürlich immer mal wieder eine kleine Diskussion zwischen Agentur und Produktion, weil so wie es jetzt hier ist, konnten wir es komplett maschinell inline fertigen. Die Agentur hätte es gerne noch ein bisschen weiter ausgefranst, aber dann muss man sich wieder die Frage stellen zum Thema Budget, weil es dann nicht maschinell inline geht. Und da hilft man dann immer schnell, wenn man da mal drüber spricht, um wie viel dann das Budget schon nach oben geht, wenn wir es doch ein bisschen weniger ausbauen. An der Stelle möchte ich noch mal ein Beispiel zeigen, ein Mailing, was wir im Vorfeld gemacht haben, was die gleiche Technik hatte. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, Response zu generieren ist das eine, aber aufpassen, dass man keine Fehler in der Abwicklung macht, weil da gibt es so einen Schweizer Marketing-Guru, der heißt Martin Scheppi, der hat gesagt, ein gut gemachter Self-Mailer ist ein handlungsauslösender Film auf Papier. Ja, ich habe lange gebraucht, bis das so funktionierte. Was wollen uns diese Worte sagen? Wie man durchs Medium geht. Die einzelnen Lagen, so soll man es lesen. Und Sie spüren vielleicht gerade, wenn diese Responskarte so auf dem Kopf steht, dass das einfach krank aussieht. So, und dieses Mailing war schon durch. Wir haben das gesehen, wir hatten damals mit der TUI gesprochen, Mensch, sollen wir das nicht ändern? Nee, ist jetzt alles durch, aber im nächsten Mailing ändern wir es. Haben Sie gemacht und wenn man das jetzt miteinander vergleicht, dann spüren Sie vielleicht das, was ich an der Stelle da jetzt meine. Ja? Also das ist eine ganz sichere Geschichte, wichtige Geschichte, dass man das Mailing durch die einzelnen Lagen durchgeht.
Seite für Seite, die man entsprechend weiterblättert. Das nächste Mailing ist entstanden. Die AOK hat ein Mailing gemacht, 6 Postkarten untereinander, die waren alle perforiert. Und die AOK hatte damals auch den Dienstleister ausgesucht. Dann war es leider so, dass die Perforation zu locker war, die Postmaschine ein bisschen stramm. Und dann ist nur das erste Blatt von diesem 6-seitigen oder 12-seitigen, weil es 6 Blätter war, Mailing abgerissen worden und dem Kunden zugestellt. Und die restlichen 5 Karten so als Scheiterhaufen sind dann zurückgegangen. Und dann rief die Agentur an Schmidt, Mensch, kommen Sie doch mal, wir müssen 6 Postkarten innovativ in Szene setzen und lassen Sie uns mal über eine interessante Technik nachdenken und auch mal nicht unbedingt direkt auch aufs Budget schauen. So. Und dabei ist dann am Ende unser erster Schuber-Mailer rausgekommen. Das heißt, wir ziehen und schwupp fallen dann 6 Postkarten runter. So, meine These ist, die Erfolgsformel für erfolgreiche Mailings setzt sich zusammen aus Budget, Response, Kreativität und Automationsfähigkeit im rechten Verhältnis. So ein 6-Seiter, der normal als Standard-Mailing gewickelt und verklebt wird, ist natürlich ein ganz anderes Budget. Aber wenn man vorher eine Response von unter 1 hatte, unter 1%, und dann auf einmal eine Response, die zweistellig ist, dann rechtfertigt sich auch dann eine entsprechende Budgeterweiterung. Und somit durften wir dieses Medium 3 Jahre begleiten. Das ist auch 2-mal umgesetzt worden pro Jahr. War für uns also eine sehr, sehr schöne Geschichte. Dann habe ich nochmal 2 Praxisbeispiele mitgebracht im Originalformat für HIP. Hier haben wir das erste Mailing für die gemacht als Schuber. Da ist hier noch die Ausstanzung gewesen, das Gläschen, dass man so einen kleinen 3D-Effekt hatte. Die haben mit dem ersten Schuber-Mailing über 30% generiert. Das haben die vorher noch nie gehabt. Jetzt muss man natürlich auch sagen, die haben Top-Adressen. Die pflegen jedes Kind, was kommt und was auch, ich sag mal, in der Altersstufe weggeht, da sind die top. Und jede zweite Mutter verabreicht nun mal so Hip-Gläschen. So, und dann ist die Zielgruppe schon mal da, das Produkt ist da und wenn es dann da 50 Cent gibt, dann kauft man das auch gerne. Das konnte gut getrackt werden, weil hinten EAN-Code drauf war, den man dann nachher schön analysieren konnte, wo denn die ganze Response herkommt. Was man hier auch noch sagen muss, was wichtig ist bei so einem Schuber, dass man in der Gestaltung von vornherein den Einstieg sucht. Die Rückseite ist ausgeblendet worden visuell und die Vorderseite gucken einen die Kinder an. Mund auf, Augen auf, Mund auf. Und dann kommt hier Klaus Hipp mit einem kurzen Statement und auch nochmal dabei. Leider ist dieses Produkt, das sollte das Gläschen ersetzen, weil die Mutter mit dem Löffel da reinkam und was sie alleine mit einer Hand bei dem Gläschen nicht schafft. Aber leider hat sich das Teilchen hier nicht durchgesetzt und die Gläser haben halt sich am Ende da an der Stelle behaupten können. Dann war nochmal das Thema alles gesund im Mund. Und ich bin gefragt worden, Mensch, wie kriegen wir es denn hin, dass wir das Mailing noch mal ein bisschen pushen? Da geht es um Zahnprophylaxe, professionelle Zahnprophylaxe, die angeboten werden sollte. Und wie gesagt, halt auch wieder im Briefinggespräch, Mensch, was haben Sie da für eine Idee? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass es doch früher mal diese Werbung Antibelag gab. Ne? So, man hat ein Tablettchen genommen, hat gesehen, wie schlecht es einem geht und ist dann sofort zum Zahnarzt gerannt. Und da war dann meine Idee zu sagen, komm, lass uns doch so ein Tablettchen hier integrieren. Das ist dann auch gemacht worden, ist genau an dieser Stelle schön mit dem Foto dann eingebaut worden. Das war dann 1:1 Größe und das Mailing war auch für die ganze Aktion sehr erfolgreich. Allerdings gab es da noch so eine Abstimmungsphase, wo der Marketingleiter der AOK dann sagte, Herr Schmidt, hören Sie mal, jetzt haben wir hier die Tabletten und so weiter, funktionieren die denn auch? Ja, ich sage, gut, was sollen wir jetzt machen? Geben Sie mir doch mal eine Tablette. Dann habe ich die genommen, hat funktioniert und dann gab es auch eine Rollout-Phase für dieses Mailing. Ja? Also da müssen wir dann auch ein bisschen uns dann manchmal einbringen. Dann geht das Schuber-System weiter. In dem Fall unser Volltreffer-Mailing, wo man es schafft, ein Tor zu machen, einen Volltreffer für Ihre Response. Und hier kann man dann ganz wunderbar halt Geschichten erzählen, die in die unterschiedlichsten Bereiche gehen. Zum Beispiel auch als Verkaufsunterstützung für die Käserei Champignon, ne, wo man da einfach eine schöne Geschichte hat. Oder aber für Wüstenrot, wo man sagt, vom Start in ihre Tasche, zack, und dann das neue Heim. Also da kann man ganz, ganz wunderbare Geschichten an der Stelle erzählen.
Dann gab es, jetzt muss ich nur eins sagen, diese beweglichen Elemente auf dem Schuber, die können wir nicht einfach so zur Post bringen, weil die, ich sage immer Postvergewaltigungsmaschinen, die Automationsmaschinen, die reißen das dann ab und kurz und klein. So. Und es wird dann, wirkt dann natürlich sehr, sehr wertig, wenn man dann so eine schöne klarsichtige Hülle darum macht. Dann nimmt man das raus. Und hier war die Aufgabe, es gab eine Vertriebsveranstaltung, wo im Prinzip die Außendienstler zu einem Thema eingeschworen werden sollten, alle in eine Richtung. Und es sollte unbedingt ein Segel in das Mailing integriert werden. Gut, der Schiff draußen ist jetzt nicht neu, das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesehen. Aber wir haben hier unten ein Segel, was personalisiert ist über einen Transfermodruck. Und ich habe mich aber nicht damit zufrieden gegeben, dass man dieses Segel einfach mal eben nur so anklebt, weil das nicht gerade sexy ist. Dann bin ich bei mir in die in unsere Manufakturabteilung gegangen und gesagt, so, wer von euch hat eine Nähmaschine zu Hause, die vielleicht kaputt gehen kann? Ja, wieso? Weil ich gerne ein Segel annähen möchte, habe ich gesagt. Und dann brachten auch zwei Mädels so Maschinen mit. Dann haben wir das Segel angenäht und es hat ganz wunderbar funktioniert und gibt dem Mailing an der Stelle auch eine ganz, ganz andere Wertigkeit. Diese Karte, die Sie hier unten sehen, war gleichzeitig die persönliche Eintrittskarte für diese Veranstaltung und sie war gleichzeitig auch das Namensschild, was dann jeder auf seinen Tisch gestellt hat während dieser Veranstaltung. Und im Nachgang hat mir gerade noch die Marketingverantwortliche erzählt, dass viele Kollegen das Teilchen noch heute als Namensschildchen auf ihrem Schreibtisch stehen haben. Also da war fast von 100% Response die Rede. Wenn man so ein Schuber-Mailing machen möchte, Interaktion haben möchte, aber jetzt nicht unbedingt so einen Umschlag noch dabei, der halt auch teurer ist, dann kann man auch so eine Geschichte fahren. Ich sage da Schuber-Light-Variante, weil wir haben hier ein Fenster und hier geht es mal darum zu sagen, im Strompreis, wie viel sind wir günstiger als andere und man erzählt dann die Geschichte und bindet dann nach hinten auch noch ein Response-Element ab. Einfach die Möglichkeit, ohne so einen Aufwand das zu machen. Hier habe ich ein Mailing mitgebracht für Skoda. Habe ich sehr gekämpft dafür, dass wir dieses Mailing machen durften. 250.000 Auflage. Wir haben mal gesagt, 3 Wochen Lieferzeit. Herr Schmidt, Sie können den Auftrag haben. 2 Wochen, alles klar. Jetzt ist hier so ein Auto. Sie kennen alle die Postmaschine und Sie sehen diesen kleinen Steg hier. Und als ich das gesehen habe, habe ich ein bisschen Schweiß auf der Stirn gehabt, weil ich habe den Auftrag an der Backe gehabt und ich möchte natürlich auch perfekt umsetzen. Dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben die Reinzeichnung bekommen. Wir haben morgens sofort die Stanzform bestellt. Die hatte ich am nächsten Morgen da. Wir haben gestanzt, Blankotests gestanzt. Ich hatte gerade meine Verarbeitungsstraße auf Schuber stehen. Den haben wir auch maschinell gefahren. Und dann bin ich mit 200 Mustern, Blankomustern zum Automationsbeauftragten Produktion Brief nach Essen gefahren, weil ich wissen wollte, was passiert in den Mailingstraßen. Und dann ist Folgendes, wir hatten hier einen Spoiler, der oben am Ende des Autos war. Und dieser Spoiler, das habe ich erst im Nachgang rausgefahren, weil das lief da durch, das läuft wie so ein Zug da durch und dann hauen die alle voreinander und jedes Mailing hatte eine Macke und riss aus. Dann sage ich, Mensch, Peter, kannst du mir mal eine Schere besorgen? Dann kam der mit so einer großen Schere. Ich sage, komm, eine Kollegin hat doch auch eine Nagelschere hier. Dann hat er mir eine Nagelschere besorgt. Dann habe ich an 30 Mailings diese Nase abgeschnitten. Und dann hat es am Ende funktioniert. Dann habe ich aber die Agentur angerufen und gesagt, Mensch, wir müssen ein bisschen an der Stanzform arbeiten. Herr Schmidt, das geht aber nicht. Wir sind Produktionsagentur, da muss ich die Kreativen holen, da muss ich noch den Kunden holen. Er sagt, kein Problem, wir haben jetzt 5:30, ich bin um 9:30 in Wiesbaden. Abends treffen wir uns. Ja, dann bin ich da hingefahren, habe denen die Geschichte erzählt. War am Ende überhaupt gar kein Problem, dass wir diesen Spoiler weggemacht hätten. Aber jedes Mailing hätte halt so einen Schaden bekommen. Und das sind diese, ich nenne sie produktionstechnischen Riffe unter Wasser, die man im Vorfeld bitte lotet, die wir versuchen auszuloten, damit wir dann in der Produktion daran vorbei navigieren. Vor 2 Jahren haben wir unseren, ja, ich möchte mal sagen, unseren Bestseller auf den Markt gebracht, so leicht kann es kommen, und zwar unter 20 Gramm. Die 20 Gramm Revolution, bis hierhin 14 Gramm, bis hierhin 17 Gramm und noch 3 Gramm zum Zurückschicken. Ja? Ein Schuber auf 20 Gramm kostet 25 Cent Porto und wir haben da einen ganz, ganz schlanken Prozess hintergelegt, damit das Ganze gut funktioniert. Wir haben es auch schon für die verschiedenen Branchen umgesetzt. Mal so ein Beispiel in Originalgröße für Automotive, nur mit 3 Karten. Oder aber, und da hatte Hapag-Lloyd damals sehr Glück,
weil das Mailing ist 2 Wochen rausgegangen, bevor die Costa Concordia sich auf die Seite gelegt hat. Und die hatten den Claim, time to say goodbye. Ja? Also da dürfen wir jetzt aus Marketing-Sicht gar nicht beurteilen, was passiert wäre, wenn das irgendwo anders ineinander übergegriffen hätte. Also hier halt auch eine sehr schöne Geschichte, wo man dann sieht, wo die Schiffchen dann auch herfahren. Es war ein Test zu sagen, Mensch, die Zielgruppe 50 plus, Best Ager, ist sie affin für diese Produkte? Und der Test hat ergeben, dass es sehr affin war und wir durften dann viele von diesen Themen mit diesem Medium entsprechend bespielen. An der Stelle auch nochmal ein ganz kurzer Hinweis zum Thema Produktion. Wenn man so ein Dummy mal gebaut hat, dann legt man so eine Maske auf, guckt trotzdem nochmal, Codierzone, Freimachungsvermerk, passt das alles? Wir greifen da ein bisschen vor. Wir haben eine digitale Maske, die transparent ist, die man über so ein InDesign-Dokument einfach drauflegen kann, drüber schiebt und schon praktisch digital eine Revision hat, ob das Mailing postalisch einwandfrei ist. So, jetzt geht es an Mäppchen Nummer 2. kam unser Konzeptioner und sagte, ihr seid mit so viel Liebe im Detail unterwegs, da machen wir jetzt eine Marke raus. Ihr seid jetzt die Mailing-Liebe. Und dann haben wir lange gebraucht, gesagt, machen wir das. Wir haben mit Kunden gesprochen, intern haben gesagt, gut, komm, machen wir. Und das erste Mailing, was wir dann rausgebracht haben, war dann unser Pop-Up-Schuber, wo wir dann unser Mailing-Liebe-Logo kommuniziert haben. Wo wir gesagt haben, echte Liebe für echten Response mit Mehrwert. Und es war eine ganz wunderbare Geschichte. Weil im Jahr 2007 sind wir ausgezeichnet worden mit dem Schuber-System, mit dem Deutschen Innovationspreis. Und von 2008 bis 2012, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, durften wir jedes Jahr sagen, dass wir auf der Shortlist des Direktmaildrucker des Jahres standen. Und dreimal sind wir auch als jener ausgezeichnet und auch im letzten Jahr eine Auszeichnung, die mich sehr motiviert und ein Must-Be für mich ist, ich sage das jetzt mal so, auf dieser Shortlist zu stehen, weil es zeigt, dass wir immer wieder neue Innovationen machen und neue Trends angehen. Dieses Pop-Up-Schuber-Mailing, da habe ich Ihnen ein Mailing mitgebracht, da hat die Deutsche Post ein Nachbarschaftsmailing gemacht für BMW. Und zwar ging es darum, festzustellen, wir schicken 2000 in Mannheim raus, 2000 in Stuttgart, aber an die Nachbarn eines 7er BMW-Fahrers, ja, so den Neid in der Nachbarschaft mal ein bisschen schüren. Das Ganze ist auch als Mailing sehr, sehr schön geworden. Hier war dann die Silhouette des neuen BMWs, 7er BMWs. Dass wir hier so ein Pop-up von innen mit Grau füllen, wie Sie das hier unschwer erkennen können, das ist so eine Intention von uns, weil wir sagen, wenn es weiß ist, sieht das Ganze aus wie ein Loch und wenn man es grau macht, steht das andere viel, viel stärker da. In Mannheim war es 90 Probefahrten, in Stuttgart waren es 100 und ich sag mal, die Leute, die sich für so ein Medium interessieren, da wirklich in den Laden zu holen mit so einem Teil, ich glaube, das ist schon an der Stelle eine wirklich stramme Leistung. Dann müssen wir manchmal mit Kreativen gemeinsam an einem Pitch teilnehmen. Und da war die Aufgabe gestellt, ein Mailing zu machen für Studienreisen. Und der Claim war, Studienreisen für Entdecker näher dran zu sein. Und da haben wir unser Pop-Up-Schuber gemacht und haben den kleinen Indio mit einer Lupe vergrößert, ja, und da stand dann halt der Claim, einfach näher dran zu sein. Und wenn man da durchguckt, sieht man einfach, dass der kleine Indio ein Stückchen größer ist. Und ganz nebenbei, die Tonalität verlängert sozusagen auch so ein bisschen die Pyramide noch. Also insofern auch eine sehr schöne Wortbildsprache an der Stelle. Durch einen Zeitungsverlag bin ich vor einigen Jahren motiviert worden, meinen Kunden zum Valentinstag ein Mailing zu schicken. Aber kein gewöhnliches Valentinsmailing, sondern ein Mailing mit, ich sag mal, mit dem Nutzen, dass es als Überlebenspaket genutzt werden kann, wenn man den liebsten Liebstee vielleicht vergessen hat zum Valentinstag. Und das erste Mailing, was wir gemacht haben, hieß dann Luft und Liebe, einen Tag von Luft und Liebe leben. Und hier kommt ihr ganz persönliches Valentinsgeschenk. Und da stand dann, wenn ich es jetzt verschenkt hätte, alles Liebe zum Valentinstag wünscht dir Vincent. Und dann war da noch ein Herzluftballon, den man aufblasen kann. Aktuell, ich weiß nicht, ob Sie es gerade im Abspann gesehen haben, unser diesjähriges Mailing hieß Zeichen und Wunder. Mailing Liebe Soforthilfemaßnahmen. Man zieht das raus. Und dann ist hier eine Brille und eine Kerze.
Vielleicht haben Sie es gerade im Abspann gesehen, wenn Sie diese Kerze aufsetzen, sehen Sie zwei Herzen, oben rechts und unten links neben der Flamme. Ist natürlich eine sensationelle Geschichte, gerade zum Tag Valentinstag. Ja? Insofern ist das ein Mailing mit einem sehr, sehr hohen Sympathiefaktor. Und wer von Ihnen Lust und Laune hat, bei uns in den Verteiler zu kommen, ich habe da vorne eine Kiste so ein silbernes Teilchen aufgestellt. Wenn Sie Ihre Karte da reinlegen, nehme ich Sie sehr gerne bei uns im Verteiler auf. Und beim nächsten Valentinstag können Sie da ein bisschen entspannter entgegengehen. Dann war es so, dass die AOK eine große Agentur beauftragt hat zu Hirnen zum Thema Organspende, weil die müssen jedes Mitglied anschreiben. Da gab es ein Riesenpamphlet zu diesem Thema, wo zum Beispiel eine volle Fußgängerzone gezeigt war und jeder, der in der Fußgängerzone war, da stand ein Henker hinter und hat so an der Gurgel so. Ne? Das war mal schwer out of the box. Am Ende ist es bei dem Key-Visual geblieben, was man kennt aus dem EKG, wo dann auf einmal der Tod simuliert ist. So, das war das Key-Visual und dann war die Anforderung zu sagen, komm, daraus machen wir ein interaktives Medium, dass die Zielgruppe kapiert, da ist Tod, aber über den Organspendeausweis kommen wir wieder in neues Leben vielleicht rein. Und der Claim war, nur einer sollte entscheiden, das sind Sie. Warum einen Organspendeausweis ausfüllen? So, und dann zieht man, und dann sieht man hier, da ist Tod, da ist der Organspendeausweis, und dann heißt es, weil es eine Entscheidung für das Leben ist. Und somit wird jedem auf eine viel emotionalere Art und Weise klargemacht, wie wichtig dieser Organspendeausweis ist. Das war eine sehr hohe Auflage, aber es war auch ein bisschen budgetlastig, gebe ich gerne zu. Und wir mussten noch eine Alternative entwickeln, die das gleiche Thema transportiert, um eine viel höhere Auflage noch entsprechend zu machen. Und da haben wir unser Geheimfach-Mailing eingesetzt, ist das gleiche Thema, nur einer sollte entscheiden, und warum einen Organspendeausweis ausfüllen, dann kann man es hier schön öffnen und da war der Organspendeausweis eingespendet. So, was hier passiert ist, war Folgendes, Response können wir nicht messen in ausgefüllten Organspendeausweisen, aber der Callcenter bei der AOK ist übergelaufen und die wöchentlichen Auflagensteps mussten deutlich reduziert werden und nach hinten verlängert werden, damit die Callcenter auch alle entsprechend bedienen konnten. So, jetzt sind wir im Entfalterbereich und der Grundstein unserer Entfaltergeschichte war die Eröffnung von zwei Hotels einer Hotelkette, nämlich einmal in Darmstadt im Dezember und einmal Paderborn im September. Man macht das auf, dann wird es ganz groß, macht es wieder klein. Ist also eine sehr schöne Geschichte. Da kam dann irgendwann Quelle und sagte, Mensch, Herr Schmidt, wir wollen unseren Kunden einen Blumenstrauß schicken zum Geburtstag. Wir würden gerne irgendwie was haben, was ein bisschen sexy ist. Und dann haben wir diesen Entfalter gemacht und haben da so eine Blumenwiese reingemacht. Und als sie das Ding gesehen haben, haben wir noch gesagt, komm, den machen wir auch noch rein, einen Geburtstagsgruß für sie, abziehen, aufkleben, glücklich sein. Und die waren dann am Ende so glücklich, dass sie gesagt haben, wir verschicken keine Blumen mehr, das Mailing soll reichen. Ne? So, das kann man auch auf 15 Gramm Ebene kriegen, ja, und dann nochmal den Umschlag rein und ist dann auch im 20 Gramm Bereich. Dann haben wir für Sky, da gibt's, die haben unterschiedliche Zielgruppen. Eine Zielgruppe an der Stelle waren Hotels. Und da wollten sie denen klar machen, wie schön das ist, wenn man, ich sag mal, so ein Gästebuch hat und die Gäste sagen, Mensch, wie schön ist das, wenn es jetzt mal draußen nicht so toll ist und wir können das Programm schauen, was wir gerne möchten. Dieses Produkt ist nicht neu, sage ich ganz ehrlich, aber in der Art und Weise, wie wir es personalisieren auf der Innenseite, auf der Außenseite, mit dieser Personalisierungstiefe, ist es schon neu im Markt. Und was wir machen, wir bringen einen vollflächigen Dispersionslack auf, wo wir viele Experimente gemacht haben mit Abstandshaltern, dass wir mit dem Personalisierungssubstrat durch den Lack aufs Papier eine Ebene hinbekommen, die abriebfrei für die Deutsche Post ist und einfach eine schöne Qualität generiert. Dann habe ich eine Anfrage bekommen, das war ein Kundenbindungsmailing für Base. Umschlag, C5, Anschreiben auf A4, einmal gefalzt, ein Staffer A5, personalisiert, dann vier so Gummibändchen, die es zur WM gab, in ein Plastiktütchen rein. Mal wieder Auflage 180.000. Wenn diese Gummibändchen unfröhlich übereinander liegen
und durch die Postmaschinen laufen, dann gibt es am Ende ein Strafporto und möchte keiner drüber nachdenken. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dann lass uns doch lieber ein bisschen von dem Porto-Budget, weil wir im Kompaktbereich vom Format gehen, in Produktion gehen. Und ich habe da mal eine Idee, wie wir das machen könnten und bin dann proaktiv auf E-Plus, sprich Base, zugegangen. Und dann haben wir diese Kartonage entwickelt, ist auch ein sehr schönes Layout gemacht worden mit dem Luftgitarrenmeister, denn der Claim war erst das Band und dann die Band, weil man kriegte diese Gummibändchen für sich und seine Freunde und konnte kostenlos zum Konzert gehen, wenn man das drum hatte. Dann haben wir durchs Fenster die Rückseite personalisiert in den Folder, da musste nichts mehr gematcht werden und somit war es ein ganz wunderbares Mailing. Und als wir es damals produziert hatten und ich es vielleicht mal irgendwo vorgestellt hatte, waren häufig jemand im Plenum und sagt, habe ich gekriegt, kann ich mich erinnern? Da braucht man dann nichts mehr sagen. Das reicht dann schon zum Thema Response, weil es wahrgenommen wurde. So, ich habe gerade gesagt, das Verhältnis Budget, Response, Kreativität und Automationsfähigkeit im rechten Verhältnis zueinander ist die Erfolgsformel für erfolgreiche Mailings. Wir haben hier so ein kleines süßes Mailing gemacht, falls Sie vielleicht auch mal ein Thema haben, wo 4 Produkte ganz besonders in Szene gesetzt werden müssen. Dann zieht man das und dann sausen die hier einfach mal so raus. Ja? Wir haben das noch ordentlich getuned, dass es auch postalisch hier verschlossen ist und auch gut durchgeht. Wir haben es im letzten Jahr schon mal rausgebracht, da war es nur ein Schuber als, ich sag mal, Kompetenzversprühungsmaschine. Aber viele Kunden fanden das so toll, dass sie ein Mailing daraus haben wollten und deshalb haben wir diese Verschlusstechnik da noch reinentwickelt. So, ganz leicht überzogen. Das war jetzt auch das letzte Mailing von mir. Ich hoffe, die angedrohte geistige Brandstiftung bei dem einen oder anderen hat entsprechend stattgefunden. Und an der Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und ich wünsche Ihnen heute schon ganz, ganz viele Inspirationen für Ihr nächstes Mailing. Wenn Sie Lust und Laune haben, unser Stand ist gar nicht weit entfernt von hier. Da sind wir jetzt hier vorne rechts 20 Meter rüber. Wenn ich Sie dort mit meinem Team gleich begrüßen dürfte, wäre es eine ganz tolle Geschichte. Wie gesagt, Visitenkarte, wer den Verteiler haben möchte, auch immer gerne gesehen. Und ja, jetzt ist es soweit. Ich sage ganz lieben Dank. Mir hat viel Spaß gemacht, Ihnen hoffentlich auch. Dankeschön und schönen Tag noch.